Söchen, ihr fröhlichen Nachtgestalten. Schön, dass ihr immer noch da seid. Und ja, wir wollen eine schon lange aufgeschobene Quest nun endlich durchziehen. Und zwar das verlassene Waffenlager. Welches hier hinten irgendwie ist. Wo wir uns nicht reingetraut haben, weil wir damals noch Stufe 5, weil das wurde mit Stufe 25 angekündigt. Und wir waren da noch nicht mal ansatzweise so weit. Jetzt natürlich die Frage, wie kamen wir hier nochmal hoch? Ich mache das einmal so. Noch mehr Regen. Schöne Glitchy-Momente. Jetzt erlauben wir uns das aber. Wobei ich natürlich nicht weiß, was da unten auf uns zukommen wird. Ich bin mal echt gespannt. Kleiner Moment. Bin ich hier richtig? Geht es hier lang? Ich sehe hier gerade nichts durch den Regen. Irgendwie alles nicht ganz so optimal. Moment. Hier ist doch... Aha. Hier führt ein Weg hinab. Darunter in diese komische Plürre. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, hier haben wir noch so eine Blume. Wozu auch immer die gut sein werden. Ich weiß es nicht. Boah, ich muss trotzdem nochmal ganz kurz ein Schlückchen trinken. Tut mir leid, ich bin schon den ganzen Abend am Labern und das musste jetzt einfach mal sein. Also, weiter geht's. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Das ist keine Höhle. Das ist eine Ruine. Das war eigentlich schon die ganze Zeit klar. Was haben wir denn hier? Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Okay. Aber wie komme ich da ran? Verstärktes Platinkabel. Holoschloss. Okay. Was haben wir hier noch? Okay, gehen wir erstmal in diese Richtung. Ein holographisches Interface. Holoschloss? Eine ganze Menge Holoschlösser. Was ist das denn hier? Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. 12, 15, 18. Irgendwie ist mir das ein bisschen suspekt hier. Okay. Gehen wir mal in diese Richtung nochmal. Hier irgendwie... Ne, ich komme hier nicht durch. Können wir das hier auf Entfernung? Okay, das ist doch schon mal was. Damit können wir vielleicht schon mal was anfangen. Ultragewebe. Nötige Mindestwert 85 von 100. Ergebnisse. Ballistische Tests 91. Hinweis. Gewebe verengt sich nicht richtig bei lokalem Aufpralltest. Wir müssen die Hinweis in der Optimierung. Ich gucke, ob hier irgendwas steht. Nee. Irgendwie nichts Besonderes. Was ist das? Eine Vorratskiste? Noch eine Vorratskiste. Sehe hier jetzt nichts, was uns irgendwie großartig weiterhilft. Rotes Licht. Ich komme nicht rein. Untersuchen. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Aha. Okay, reparieren. So,
Passt. Eine Energiezelle. Und ich glaube, wir haben noch ein zweites parat. Die zweite? Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt es hier einen Hinweis. Ha. Okay, na klar. 12, 15, 18, 21, 0. So, 12, 15 bis 3 Uhr. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen darüber, wie das alles 18. funktioniert. Sieht aus, als hätte jeder Schalter 4 Uhr. Vielleicht, wenn ich so, jeden Schalter 21. in die richtige Position bringe. Der Schacht. Dann schaue ich mal nach der Tür. Ui. Okay. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt auf uns warten wird. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Gucken wir mal. Erstmal hier diese Dingens. Hier ist irgendwas noch in diese Richtung anscheinend. Ja, irgendwas ist hier. Ich muss nur diese Energiezellen Aha, einsetzen. Noch mehr Energiezellen. Dann müsste es gehen. Ja, okay. Gibt es hier irgendwo was, wo ich die einsetzen könnte? Vermutlich hier. Interface nicht verfügbar. Was macht denn das Ding? Fragezeichen. Diese Zahlen. Die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Ja. Okay. Anscheinend funktioniert das nur, wenn wir ausreichend Energiezellen haben. Wir haben keine mehr. Gibt es irgendwo Hinweise, wo noch mehr Energiezellen sein könnten? Ich guck mal Filter. Schauen wir mal ganz kurz hier. Lagerfeuerhändler, neu aktiv, unentdeckt, verdorbene Zonen, Sammelobjekte. Okay, Siedlung, alte Ruinen, unentdeckt. Nee, irgendwie nicht so. Also es gibt hier wohl Das ist natürlich die Frage, wo kriegen wir diese Energiezellen her? Also 3 Stück brauchen wir ja wohl noch dafür. Waren das vielleicht diese Metallblumen? Haben diese Metallblumen Energiezellen gebracht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war was anderes. Ich glaube, wir sind immer so ganz zufällig dran vorbeigelaufen. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil ich zu gerne hier noch weitere Energiezellen reingebaut hat. Weil wie das hier funktioniert, 90, 270, 360 und so weiter, das ist ja schon klar. Aber ich habe nicht die nötige Anzahl an Energiequellen, um hier groß weitermachen. Stell Stromversorgung der Vorrichtungen wieder her. Sammel Energiezellen. Kein Platz mehr. Okay, Quests. Sammle Energiezellen. Hier liegt noch irgendein Holo-Dingens. Mal gucken. Ultragewebe. Sie wollten schnell, billig und gut. Und das werden wir liefern. Durch die Verwendung eines flexiblen Nanofasergewebes statt einer Panzerung und die Verbesserung des Schutzes mit einem 400 Elektronenvolt Hartlicht-Mikroprojektor haben wir unseren Testzyklus von Wochen auf Tage reduziert. Ich bin sicher, dass wir den Anzug nächsten Monat rausbringen können. Und zwar mit genug Produktionskapazität, um Dutzende Elite-Einheiten zu versorgen. Zudem wird er nur halb so schwer und halb so teuer, aber bietet die doppelte Mobilität. Dazu müssen wir nur wissen, wie es um die finanziellen Mittel steht. Und wir benötigen noch einige Techniker und
eine weitere erfahrene Testperson. Ich weiß, dass die Ressourcen bereits bis zum Äußersten ausgereizt sind, aber jede weitere Verzögerung würde den Zeitplan gefährden. Deswegen bitte ich um schnellstmögliche Rückmeldung. Möge Gott in diesen dunklen Zeiten mit Jane und Ihnen sein. Semper Fi, Major Garrow. Okay. Aber das hilft mir hier an dieser Stelle gerade herzlich wenig, leider. Denn tatsächlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier sowas wie die ultimative Rüstung bekommen oder das ultimative Monster freisetzen. Ich bin mir nicht sicher. Und die Energiezellen kann ich sicherlich nicht von hier hinten rausnehmen. Die sind fest. Das ist blöd. Das heißt, im Grunde kann ich den gesamten Weg wieder zurücklaufen. Schade. Das wäre ja zu schön und viel zu einfach, wenn das alles so nahtlos geklappt hätte. Schade, schade. Ja, ist echt die Frage, wo finden wir die anderen Energiezellen? Blöd. Stimmt, wir hatten eine Energiezelle, hatten wir in dem, in der alten Ruine gefunden, wo wir als Kind auch den Fokus bekommen haben. Jetzt erinnere ich mich. Wo kam die zweite Energiezelle her? Ich weiß es nicht mehr. Weil vielleicht hätte man damit irgendwie so ein Schema oder so rausfinden können. Ah, seltsam. Zu seltsam. Was haben wir hier eigentlich? Das raff ich noch nicht. Hier ist noch eine verdorbene Zone. Hier wäre Meridian. Das kennen wir ja schon, das ist die große, große Hauptstadt, zu der wir eigentlich als nächstes rüber müssen. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo auf der Map vielleicht so einen kleinen Hinweis bekomme, wo wir nochmal eine Energiezelle herbekommen könnten. Aber mir fällt auch echt nichts mehr weiter ein. Genau, die Ruine haben wir. Wir könnten einfach mal nach Ruinen suchen. So, wir machen einfach mal alles aus. Außer die alten Ruinen. Außer den hier. Dann bleibt nicht mehr so viel über. Schade. 1, 2, 3. Hier oben waren wir auch schon. Das ist das. Das ist der Hauptsitz gewesen. Mist. Na gut. Ja, dann haben wir, wie gesagt, echt nicht mehr so viel. Traurigerweise. Dann nehmen wir mal die nächste Quest an. Und gucken mal. Genau, da ist es am sinnvollsten, wenn wir einmal nach Meridian reisen und uns hier mal ein bisschen, vielleicht auch noch mal ein bisschen hier links und rechts gucken. Hier unten haben wir noch eine Brutstätte, da oben haben wir auch noch eine Brutstätte, die wir noch nicht
entdeckt und erforscht haben. Es würde jetzt aber auch noch zu lange dauern für diesen Stream. Okay, dann würde ich erstmal sagen, einmal zumindest nach Meridian. Und vielleicht können wir dann nochmal auf die Schnelle so eine kleine Quest oder sowas machen. Irgendwas, was vielleicht nicht ganz so lange dauert. Aber diese Energiezellen, das fuchst mich ja ein bisschen. Ich bin echt überfragt. Also ich überlege hier die ganze Zeit, aber ihr habt einfach keinen Plan. Einen wunderschönen wünsche ich, einen wunderschönen guten Abend. Weil irgendwie würde ich ganz gerne diese Rüstung haben. Aber ich komme da nicht hin. Die für die Energiezellen. Ich suche gerade, also ich habe gerade überlegt, wo ich die Energiezellen herbekomme, um dieses Schloss für die Quest altes Waffenlager herzubekommen. Und ja, da fehlen mir auf jeden Fall 3 Energiezellen für. Und ich bin auch echt am Überlegen, wo ich diese Energiezellen her hatte. Also ich weiß, dass ich eine auf jeden Fall von hier unten habe. Aber wo hatte ich die zweite und dritte her? Und vor allem, habe ich denn noch irgendwo welche? Nee. Natürlich nicht. Die müssten ja dann in Spezialobjekten liegen. Ja, war ein lustiges Ding. Ich dachte mir halt eben irgendwann ganz am Anfang, hey, da müsste es ja, man müsste ja jetzt, wo wir uns frei bewegen können, überall bewegen können. Also jetzt auch hier unten. Dann habe ich diese alte Ruine gefunden, bei der Aloy als Kind reingeplumpst ist, um das Fokus zu finden. Und da habe ich die erste Energiezelle gefunden. Und jetzt weiß ich, dass es, ach Mist, wo war denn das nochmal? Kleiner Moment, gleich habe ich es wieder. Irgendwo hier oben war das. Gibt es eine Quest? Hier war das, hier. Hier gibt es eine Quest, bei der man diese Energiezellen benötigt. Und da ist eine Exoskelett-Rüstung drin, für die ich erstmal 3 Energiezellen brauchte, um die erste Tür zu öffnen. Und dann anscheinend nochmal weitere 3 benötige, um das Exoskelett freizugeben, welches dann natürlich eine bombastische Rüstung wäre, gegebenenfalls. Aber keine Energiezellen für mich. Oder zumindest keine weiteren. Und ja, ich glaube, ich werde da nochmal ein bisschen recherchieren. Ich
glaube fast, ich habe bei Schöpfers End noch eine gefunden. Hier oben in dem Büro vom alten Chef. Ist aber auch eher so eine vage Vermutung. Und die zweite... Habe ich hier oben beim Grabhort zufällig noch eine gefunden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt überhaupt nicht. Aber okay. Gucken wir doch einfach mal. Hier ist irgendwer mit einer Quest. Ich gucke mir die Quest einfach mal an. Ich meine, sie scheint ja auch nichts zu kosten oder dergleichen. Und... ja. Ganz seltsam. Das ist eigentlich tatsächlich gar nicht so verkehrt, nochmal zu einem Langhals zu laufen. Vielleicht den hier unten. Ich glaube, den kriegen wir nochmal kurz hin. Dann machen wir das mal. Muss nur mal schauen. Achso, ich könnte mir natürlich auch einfach mal hier das Ziel setzen. Und schauen, wie ich hier irgendwie runterkomme. Zur Not springe ich einfach oder so. Funktioniert ja manchmal auch ganz gut. Wo laufe ich denn hier lang? Idee. Ich folge erstmal den Quest-Schritten. Und sobald ich den entlang gelaufen bin, dann komme ich ja eh nach draußen. Genau. So. Hier entlang. Okay. Hier bin ich irgendwie... Ach so. Moment. Hier müssen wir nur ein bisschen Geduld haben. Das ist ein Fahrstuhl. Ich erinnere mich langsam wieder. Hier war ich schon mal vor Jahren. Und dieser Fahrstuhl trägt uns dann gleich nach unten. Das müssten mehrere sein. Einer ist da drüben. Genau. Ist denn dieser olle Fahrstuhl? Ich glaube, der kommt jetzt gerade hoch. Und jetzt müsste gleich die Tür aufgehen. Hey. Ach so. Hey. Ich muss auch erstmal dem Fahrstuhl sagen, dass ich da überhaupt lang möchte. So, komm. Sesam, öffne dich. Okay. Ist natürlich die nächste Frage. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dieses Outfit her habe. Ich glaube, das war das beim... War das ein DLC-Outfit? Weiß ich gerade gar nicht. Wow. Ist ja schon fast unheimlich, hier so runterzufahren. Ich bin noch mal gespannt, was da hinten für Gegner rumlaufen. Ein neues Lagerfeuer entdeckt. Das ist auch gut. Wieder ein Punkt mehr. Hier haben wir ein Lagerfeuer. Da liegen wir. Genau, ich wollte jetzt nicht zur Quest, sondern ich wollte jetzt zum Langhals. Das Sonnenreich ist fast einem Mörder erlegen. Der Sonne sei. Das kann auch möglich sein. Weil ich ja doch relativ viele Wächter gekillt habe. Oh, wait.
Nicht, dass ich hier gleich ins Wasser springe und das war der größte Fehler meines Lebens. Aber das sieht ganz gut aus. Okay, holen wir uns mal diesen Langhals da drüben. Ja, ich habe hier so ein paar Sachen, die sind eher so ein bisschen fraglich, ob das, was ich hier mache, auch wirklich Sinn ergibt. Bin ich manchmal doll auf den Kopf gefallen. Und okay. Ich würde hier ganz gerne durch. Darf ich aber anscheinend nicht. Ist ja blöd. Gibt es hier keinen anderen Weg? Klar muss ich hier noch einen anderen Weg geben. Mindestens einen, dann gehen wir mal hier lang. Okay, das wird uns auch nichts bringen. Wir gehen mal hier lang, einfach an diesem Ding hier vorbei. Ich sehe da hinten schon wieder Lämpchen. Stürmer. Egal, passt schon. Wir wollen uns einfach hier mit Panic Rolls durch die Weltgeschichte und dann ist alles gut. Dann überleben wir das auch. Okay, okay, pass auf, das ist euer Krieg. Ihr macht das einfach selber. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Ich laufe einfach davon. So 400 Schritte, das ist schon ziemlich nah dran. Eigentlich müssten wir den gleich hören und sehen. Das ist die Frage. Ah, das ist gut. Einfach mal hier entlang. Hier müsste gleich irgendwie ein Weg oder sowas sein. Ich habe nur ein bisschen Sorge vor den Langbeinen hier. Ah, wir kommen da sogar noch an der Blüte vorbei, gegebenenfalls. Oh wei, ich erinnere mich an diese Stelle. Hier oben sind auf jeden Fall so ein paar Flatterviecher unterwegs und ich hasse diese Flatterviecher. Ich hasse die so brachial, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Ich glaube auf normal oder einfach. Eins von beiden. Ich glaube, Tommy kann dir das sagen. Der hat da besser aufgepasst. Oh oh. Oh oh. Entdeckt. Ja, so brauchst du mir nicht kommen. Ach, was soll denn das? Oh, Ruhe jetzt hier. Mann, Mann, Mann. Kommen wir dann da hin? Tanzt die hier voll. Oh oh. Wer bist du? Ach, das ist auch nur ein Wächter. Wächter sind uninteressant. So, oh, das sieht noch ein bisschen gefährlicher aus. Was bist denn du für einer? Du bist ein Sägezahn. Ey, Sägezähne sind super. Brauche ich eigentlich nur noch ein bisschen hohes... Muss ganz nah sein. Da drüben ist hohes Gras. Naja, komm mal näher. Komm näher, komm näher. Und mein neuer Freund, der Sägezahn. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Nee. Ist wieder so ein... Da oben sind diese Langbeine. Okay. Die sind nicht ganz so cool. Aber die können eigentlich auch gleichzeitig gar nicht so viel.
Zunge endlich an. Und puff. Das war ein nice Shot. Die suchen mich jetzt, das sollen sie ruhig tun. Ich habe ja richtig gute Verstärkung hier. Wo ist er denn eigentlich, mein Freund? Da ist er. Ja, der fleischt sich hier munter durch die Weltgeschichte. Ich glaube, der hat mich gleich. Noch tut er hier einen auf alles ist tutti. Ganz schlecht. Also, der ist ein bisschen irritiert hier, der Dude. Aber ich höre meinen Freund den Sägezahn schon wieder vorbei. Also ein bisschen näher kommen. Ja, komm. Guck mal nicht so belämmert. Dreh dich mal lieber um. Das sieht gut aus. Nein! So. War ein doofer Angriff, aber er hat funktioniert. Okay, ich muss da eh hoch, sehe ich gerade. Weil sonst komme ich nicht an den Langhals dran. Wer ist sie? Ach so, die guten Freunde. Ja, meinetwegen. Sollen sie doch kommen. Ich hab da keinen Stress mit. Eigentlich bin ich schon seit ein paar Stunden am Stream. Also, nicht erst seit... seit sehr kurzer Zeit, sondern tatsächlich schon ziemlich lange. Das wird zu schwer. Jetzt kommt die große Frage. Schnallt mein Sägezahn, dass da einer ist? Und kommt mir jetzt gleich hier oben zur Hilfe? Schnallt das? Nicht so wirklich. Ist nicht gut. Voll das dumme Etwas. So, wo ist denn der Langhals jetzt eigentlich hinmarschiert? Der muss hier auch irgendwo sein. Da kommt er doch. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege, von hier aus auf seinen Rücken zu springen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Mal gucken. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und los geht's. Geschafft. Hab dich. Und hoch auf seinen Kopf. Genau. Na komm. Sieh es doch da lang und hoch. Da lang und wieder hinauf. Und ja, komm. Hepp. Und wir sind oben. Und dann wollen wir doch gleich mal den Langhals überbrücken und mal gucken, was die Map uns jetzt so Wundervolles über die Umgebung sagt.
So. Das sieht doch sehr vielversprechend hier aus. Oh, das ist gar nicht mal so wenig, was wir hier bekommen haben. Hier haben wir nochmal ein neues Banditenlager, das ist ganz praktisch. Damit können wir nochmal was anfangen. Ja, aber ich sehe hier keine neue Ruine. Das ist schade. Denn gerade so neue Ruinen finde ich halt eben unglaublich wichtig. So, jetzt wird es nochmal interessant, ob wir uns gleich direkt in unseren Tod hinabsaugen. Nochmal dicke Erfahrungspunkte bekommen. Ja, ich wollte, also ich habe hier noch zwei offen, aber tatsächlich wollte ich auch langsam eine Pause einlegen. Ich würde, glaube ich, als nächstes dieses Lager überrennen und dann hier hinten hingehen. Und dann nochmal die Main-Quest ein bisschen verfolgen. Aber das mache ich nicht mehr heute. Weil ich, ehrlich gesagt, langsam ein bisschen K.O. bin. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeug. Ja. Ah, da sehe ich gerade noch eine Heilpflanze. Und das wollte ich nochmal schauen. Genau, ich wollte jetzt den Weg nochmal entlang laufen und dann hier drüben, hier mache ich dann den Cut. An der Stelle. Oh, und sorry, völlig verplant. Dankeschön fürs Subscriben, voll nett. Ich habe schon ewig keinen Sub mehr bekommen. Ich glaube, die Leute mögen mich nicht. Ich weiß es nicht. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Okay, naja, das... Nee, diesen Montag bin ich leider definitiv nicht da, zumindest nicht vormittags, weil ich noch ein bisschen mich selber ein klein wenig fortbilden möchte mit einem kleinen Erste-Hilfe-Kurs. Nee, das wäre der richtige Weg hier gewesen. Da lang. Hopp, hopp. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil genau da oben sieht man schon durch die Gegend flattern. Da drüben haben wir noch ein paar Wächter. Dienstag klingt schon eher nach meinem... Nützlich für eine alte Rezeptur. Nach einer Zeit, die ich einschlagen könnte. Oh. Komm her! Komm her! Geht doch. Ich bekomme hier einfach nicht die richtigen Knochen raus. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wieder. Geradeaus durch. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich hier gleich irgendwo Krokodile sehe. So, hier entlang. Okay, das sieht gut aus. Hier sind Stürmer. Stürmer sind nicht so dramatisch. Stürmer sind eher so, ja, Beiwerk in diesem Spiel. Ah, da drüben haben wir die gesuchte Feuerstelle. Und hier können wir noch einmal abspeichern. So. 8 Stunden später mache ich jetzt aber auch endlich mal ein bisschen Pause, denn ich bin müde. Ich bin seit irgendwie 20 Uhr oder 20:30 am Streamen und jetzt sollte mal ein bisschen Pause sein. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und vor allem an die Leute im Stream. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt und mich die Sonne geht auf in diesem wunderschönen Spiel
hab begleitet bis hierhin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder, denn dieses Spiel muss natürlich noch beendet werden. Also, bis bald.